Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Battle Royale. Heute kommen die letzten wöchentlichen Challenges aus Season 9 heraus und ich werde euch die ganzen Lösungen zeigen. Die erste Challenge ist auf jeden Fall, dass ihr entweder in Pleasant Park oder in Paradise Palms Kills machen müsst. Wie jede Woche immer dieselbe Challenge, nur in verschiedenen Orten. Denke ich mal, sollte ziemlich selbsterklärend sein. Ihr müsst eben halt 3 Kills machen. Denke ich mal, sollte es relativ selbsterklärend sein. Wenn ihr hier schon seid, dann versucht möglichst viel Damage mit Shotguns zu machen. Das heißt, ihr könnt die neue Shotgun, hier die Trommelschrotflinte nehmen. Die Tag, die Kammschrotflinte, also alles, was eine Shotgun ist, eine Schrotflinte ist, das könnt ihr benutzen. Denke ich mal, sollte auch relativ leicht sein. Und beim Durchsuchen achtet doch darauf, dass ihr auch möglichst viele Munitionskisten durchsucht. Die sind sehr viel in Häusern verteilt, denn ihr müsst 7 Stück in einer Runde durchsuchen. Falls ihr dabei auch noch einen Airstrike, also eine Luftschlaggranate findet, dann versucht doch auch, die möglichst immer einmal pro Runde einzusetzen und zu werfen, denn ihr müsst in 3 verschiedenen Matches jeweils einen benutzen. Ich glaube, das könnte relativ schwierig sein, wenn man eben halt nicht ganz so häufig die legendären Waffen findet. Ja, trotzdem denke ich, dass das nach ein paar Runden dann irgendwann schaffbar sein sollte, da die auch relativ häufig spawnen in Lamas und allem. Müsste das eigentlich relativ gut möglich sein. Oder man geht auf Lootjobs, sollte man auch relativ schnell die Luftschlaggranate finden. Ja, des Weiteren solltet ihr vielleicht im Startgame dann versuchen, wenn ihr noch keine Waffe zum Beispiel habt, mit den Spitzhacken Schaden zu machen an Gegnern. 200 Stück, gab es jetzt auch schon extrem oft die Challenge. Denke ich mal, dürfte jetzt auch nicht alles schwierig sein. Sind 10 Schläge. Jetzt kommen wir zu den etwas spezielleren Challenges. Und zwar muss man jetzt Materials farmen an bestimmten Orten. Und zwar, ihr müsst jeweils immer 100 Materials farmen. Als erstes Holz, danach Stein und dann Metall. Holz müsst ihr entweder am Schiff hier in Lazy Lagoon Farm, also einfach hier Masten abbauen und die Paletten oder auch hier die Spitze. Ich denke, mit der Spitze habt ihr sowieso schon die 100 Materials voll. Wenn ihr einfach hier vorne das Stück abbaut, dann sind die 100 Materials locker drin. Alternativ könnt ihr auch am Schiff hier im Viking Village die Materials farmen. Wenn ihr eine neue Runde gestartet habt und die Challenge schon abgeschlossen habt, dann könnt ihr als nächstes die Steine farmen, und zwar entweder hier im Regenschirm, das ist unter The Block, hier einfach die ganzen Steine abfahren, möglichst die großen, die bringen glaube ich so circa 50 pro Stück, sind auch insgesamt noch 100 Steine, die ihr farmen müsst. Oder alternativ, wenn ihr bei Battlefield seid, dann könnt ihr dort auch zu Messer und Gabel bzw. Fork Knife gehen und dort drin die Steine farmen. Falls ihr das alles geschafft habt, dann müsst ihr als nächstes nur noch Metall farmen. Und zwar diesmal das Ganze in der Roboterfabrik hier von Pressure Plant. Dafür einfach hier, ich meine, hier ist über Metall, hier Wände abfarmen. Ich denke mal, das ist das Schwierigste, weil es hier nicht wirklich Metall-Spots so gibt. Aber hier einfach Wände abfarmen und alles. Alternativ könnt ihr auch noch, wenn der noch nicht abgebaut wurde, hier auf der anderen Seite den LKW abbauen. Der müsste ordentlich eigentlich bringen und damit könntet ihr das eventuell auch schon geschafft haben. Dann gibt es noch die letzte Challenge, und zwar müsst ihr, ich weiß genau, wie die in Deutsch wirklich heißen, weil bei mir die Challenge ist noch nicht draußen und ich jetzt nur in Englisch habe, auf jeden Fall Public Service Announcement, also so solche Tafeln hier, zum Beispiel Duck and Hover. Die sind überall verteilt und ihr müsst 5 verschiedene finden. Die gibt es in Pressure Plant, in Mega Mall oder in Neo Tilted. Ganz einfach eigentlich. Hier hat man zum Beispiel schon das erste, Dark and Hover. Dann hier, ein bisschen runter. Hier unten das nächste, When Danger Strikes, Take the High Ground. Ja, und ihr müsst einfach 5 verschiedene besuchen, wirklich. Nur besuchen, einfach drunter stehen. Hier sind schon mal 2 verschiedene. Dann gibt es hier unten auch noch welche, ich weiß gar nicht, sind das die gleichen? Genau, das sind die gleichen, das heißt, ihr müsst noch andere finden. Dafür kann man ganz einfach von hier aus dann noch weiter nach Megamall oder nach Neo Tilted
Ich denke mal, sollte eigentlich relativ leicht sein. Hing eigentlich immer bei den neuen Gebäuden. Also ihr müsst nicht da hinten suchen, sondern eher wirklich bei der Mega Mall drin. Die hängen da überall. Ja, müsste eigentlich relativ leicht sein. Das waren dann auch schon alle Challenges. Falls euch diese Videos gefallen, wenn ihr in Zukunft auch keine weiteren Challenges und Tipps mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Und ich würde mich auch über ein Like freuen. Hier ist zum Beispiel auch noch ein weiteres so ein Plakat im Prinzip. Weil da hinten ist auch wieder das gleiche. Also die wiederholen sich schon ganz relativ oft so. Aber ich denke mal, mit ein bisschen rumsuchen sollte man die alle finden. Wie gesagt, die hängen hier überall herum. Ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar reicht. Also es kann ich jetzt natürlich nicht kontrollieren. Ob es nicht sogar fast reicht, wenn man wirklich nur 5 verschiedene besucht. Es ist egal, was da drauf steht. Sondern zum Beispiel den hier besuchen kann. Und der ist ja ein anderer Platz als andere mit dem gleichen Aufzug, Schriftzug. Ich glaube, das müsste eigentlich auch gehen. Müsst ihr mal ausprobieren. Ist ja nicht allzu schwierig. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.